So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Ich hoffe, der Part ist synchron. Ich rendere nämlich noch nebenbei. Aber das muss jetzt hier sein. So. Wir holen uns das jetzt. Und wir hoffen, das hat eine nokturale Feder. Ansonsten gibt es noch einen Schnitt, bis wir sahen. Ich bin jetzt auch eher auf das Schneiden fixiert. Moment mal, wir haben es ja schon. Ne, gut, bis dann gleich. Nächster Versuch. Ja, das wollte ich jetzt noch nicht. Was? Du sollst eigentlich schlafen, ne? Der Schonklautauburger. Ich dachte, jetzt haben wir es wenigstens gleich. Mann, noch nicht. Ihr seht es immer schon in meinen Pokémon, ob es gefangen wurde oder nicht. Sag mal, jetzt muss ich es fangen. So. Auch keine nokturale Feder. Ja, ich lasse die zwischenzeitlich immer mal frei. Ich mache ja immer hier Schnitte rein. Wir sehen uns beim nächsten. Und da ist wieder eins. Mein erste Elite-Seed. Ja, ich versuche so wenig Geld wie möglich auszugeben, deswegen eher nur die Pokebälle werfen, anstatt die Überbälle. Teilweise funktioniert es, teilweise funktioniert es nicht. Jetzt hat es zum Beispiel nicht funktioniert. Und ich habe versehentlich einen Schneckmark getötet. Das wollte ich nicht. Ja, es ist mir in die Quere gekommen und ich habe bloß gesehen, kein Tauburger, zack, tot. Und hab nicht realisiert, dass ich das Vieh auch noch nicht hatte. Es will aber auch nicht. Es will nicht schlafen bleiben. Aber ich hoffe, das ist jetzt wenigstens das auserwählte Taubogen. Nee. Immer noch zwei Pokémon. Oh, das hat aber hier Big Packs. Die Ability habe ich noch nicht. Das kann Twister, also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Timmet, ja gut. Wohl normal ATK. EV. Ja, EV hat es natürlich noch keine, das ist klar. Ich würde sagen, das da behalten wir mal und das andere schmeißen wir raus. Ist aber auch doof mit dieser nokturalen Feder. Die kriegt man scheinbar recht selten. Das sieht ja jetzt gerade nicht so aus, als würde man die in Scharen vergeben. Und warum habe ich jetzt die Aufnahme noch laufen? Ich wollte euch doch eigentlich so eine Compilation zusammenschneiden. Hat bis jetzt ja auch recht gut funktioniert. Ich hoffe, es war synchron bisher, weil jetzt ist fertig. Jetzt kann ich wieder machen. Gut, also ich glaube, wir sehen uns dann beim nächsten. Das Problem ist, es kommt natürlich sehr wenig Partzeit zusammen und ich muss noch aufnehmen. Aber gut, wir sehen uns gleich. Das nächste tanzt an. Das hat jetzt echt nochmal eine ganze Weile gedauert. Bis das Vieh hier mal aufgetaucht ist und ich hab's gerade vergessen. Egal. Mir geht so langsam die Geduld flöten. Ich hab gehofft, jetzt ist das nächste wenigstens gleich noch eins. Gut, ich glaube, wir sehen uns dann einfach beim nächsten. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal eins mit der nokturalen Feder. Bis nächstes Tauboga. Leute, guckt mal auf die Zeit. Guckt einfach mal auf die Zeit. Immer wenn ich hier so einen Schnitt mache, guckt mal auf die Zeit. Wie lange ich gebraucht habe, bis mal wieder ein Tauboga sich bequem hier aufzutauchen. Die sind nämlich nicht häufig. Und übrigens, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, Tops hat sehr wohl noch die Attacke Megasauger. Das habe ich ja. Das habe ich ja extra dran gelassen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kannst du hier mal schön einen Bart machen, nokturale Feder holen. Nein. Und warum trifft eigentlich hier mein Schlafbruder nicht? Ist das vielleicht das Zeichen, dass es die nokturale Feder besitzt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will es hoffen. Wir haben's. Keine nokturale Feder.
ist auch gar nicht frustrierend oder so. Oh ja, ich hab's gerade immer noch nicht gemutet. Ja Leute, ich kann mal zeigen, wie das aussieht. Ich renne hier rum. Schlachte hier so ein paar Radfahrts ab. Und radel weiter. Ja, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen Zeit zu füllen. Weil ich dann auch wieder erwischen muss, dass es Nacht ist in der Pokémon-Welt. Weil die Nacht ja auch nur noch geschätzt 6 Stunden, 7 Stunden geht. Pokestunden, nicht unsere Stunden, die ist schnell rum. Denk dran. Die Nacht ist jetzt schon halb rum. Oder, für den Optimisten, wir haben noch die halbe Nacht vor uns. Nicht mal mehr die halbe Nacht, aber egal. Oder doch, halbe Nacht noch. Hat ja erst um 20 Uhr angefangen, 4 Stunden. Sollten wir eigentlich, wenn wir Glück haben, noch 8 Stunden vor uns haben, aber es kann natürlich sein, dass die Nacht kürzer ist als der Tag in der Pokémon-Welt. Weiß man natürlich nicht. Das hier ist aber so ein Dreck, ne? Das mit dieser nocturalen Feder. Also man kann, ich habe gehört, man kann die mit, was war das? Raub. Mit Raub kann man an die Feder auch drankommen. Aber dafür muss man halt erstmal ein Pokémon mit Raub besitzen. Wir besitzen keins, wir besitzen auch die Attacke Raub nicht. Dementsprechend müssen wir hier einfach weitersuchen. In der Hoffnung, dass sie irgendwann mal eins auftaucht. Aber Vorteil ist, wir kriegen Geld. Und ein anderer Let's Player aus Deutschland, ja, ich habe mal so links und rechts geguckt, wie die das geregelt haben. Oh, seht mal, es ging doch jetzt mal halbwegs schnell. Der hat sich das Ding gefangen. Nicht gefangen, der hat sich diese nocturale Feder einfach gekauft. Ich meine, kann man auch machen. Jetzt habe ich das ein bisschen früher gemacht, in der Hoffnung, ich kann das Ganze ein bisschen abkürzen. Kann ich aber wohl vergessen. Ja, ich meine, wenn es von dem Leben her niedrig genug ist, geht das. Ist es das? Die nocturale Feder. Leute, wir haben's. Wir haben's. Es hat ja jetzt auch lang genug gedauert und genug Pokébälle gefressen. Aber wir haben die nocturale Feder. Wir haben das Vieh gekriegt. Ich pack's nicht. Halbe Nacht rum. Hier, Kumpel. Achso, ja, ich muss sie ihm noch wegnehmen. Zack. Oh, ist das die nocturale Feder? Ich habe danach gesucht, seit ich diese Farbe gegründet habe. Und du hast sie so leicht gefunden. Kann ich sie haben? Ja. Nun können meine Taubsis endlich sicher hier rumfliegen. Egal, ob es Tag oder Nacht ist. Sorry, ich hatte dich schon ganz vergessen. Und, weil ich dir zeigen möchte, dass es mir wirklich leid tut und dass ich dich am Anfang angelogen habe, möchte ich dir die VM Fliegen geben. Als Zeichen, hier ist sie. Danke, dass du mir geholfen hast, Wolf bei der LP. Und ich hoffe, du genießt dein Geschenk. Nun kann ich meine Farm wieder richtig aufziehen. Und ich werde weiterhin das Subway-System meiner Freunde in der Stadt unterstützen. Du solltest den Manager... mit dem Manager reden. Ich werde ihm sagen, er hat dich geschickt. Du solltest dir die Station mal angucken. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Nocturale Federmission erledigt. Das war eine Arbeit. Das war echt eine Arbeit. Also, wie gesagt, ein anderer deutscher Let's Player hat sich das Ding gekauft und wir haben es geholt. Zum einen auch, weil ich keinen Bock hatte, hier 30.000 für so ein Ding auszugeben. Er hat nämlich gesagt, so 20.000, anderer wollte 30.000, 15.000, da gehen die Leute direkt aus dem Chat raus. Nee. Achso, ja, wir müssen eine Sekunde warten, bis wir die Viecher löschen können. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Gengar, du kommst mit.
Ne, du kommst nicht mit, du auch nicht. Rodri. Ja, theoretisch könnte ich jetzt noch Dragonbite, Wolfbite und Dragonbite. Ach, das war jetzt falsch. Hab ich falsche Taste gedrückt, ich wollte eigentlich das hier machen. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal gucken, dass ich das Schneckenmark bekomme, das uns ja, oder das mir offscreen durch die Lappen gegangen ist. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. So, Manager. Warte, du hast Yorkie geholfen? Danke, danke, danke. Siehst du, Yorkie ist unser größter Sponsor. Wir könnten dieses... Ohne ihn könnten wir dieses U-Bahn-System nicht finanzieren. Da du uns so sehr geholfen hast, werde ich die Wache bitten, ihren Posten zu verlassen. Aber wir suchen uns immer noch unsere Klientel aus. So, wenn du nicht berühmt genug bist, kannst du sie nicht benutzen. Naja, ich weiß schon. Aber ich bin erstmal froh, dass wir das mit der nokturalen Feder geschafft haben. Moment mal, hier drin, die kann ich doch auch vermöbeln, oder? Ah. Auch wieder ein paar Erfahrungspunkte, ne? Und Geld. Ja, ich rechne in Geld. Ist alles dann wieder ein Beleber mehr. Ja, die geben nicht so viel. Aber ich meine, besser als gar nichts ist es. Dann machen wir nämlich heute noch die Arena und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann zurück zur Top 4. Ich meine, das haben wir uns jetzt auch verdient nach der Aktion. Kann ja auch mal einen Shadow Punch hier einsetzen, der sollte hier auch reichen. Also jetzt müsste die Top 4 aber ziemlich leicht drauf gehen. Hoffe ich. Naja. So viel Training hatten wir jetzt auch nicht, aber ich meine. Muss. Wir haben jetzt erst Mittwoch. Also bis Freitag muss die Top 4 gefallen sein, ne? Dann geht meine Uni wieder los. Dort. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so überwältigt davon, dass wir es geschafft haben. So. Was wird's? Achso, wir sollen irgendwann mal wiederkommen. Ja, wahrscheinlich, wenn wir die Top 4 besiegt haben oder weil Rot, wenn wir Level 100 haben. Unser erstes Pokémon. Aber das kann ja noch dauern. Na ja, das ist keine Bronzung. Ist okay. Dann rückt die Erfahrungspunkte raus. Ich meine, ja, mit der Top 4. Beim letzten Mal, als wir es versucht haben, haben wir ja wirklich, wir haben es weit geschafft. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben es richtig weit geschafft. Ich meine, wir waren bei der dritten. Wenn wir einen Beleber benutzt hätten, hätten wir die vielleicht auch noch geschafft. Dementsprechend bin ich jetzt einfach mal hoffnungsvoll und sage, wir schaffen das. So, du noch. Da ist noch eine übrig, die machen wir auch noch und dann soll es auch mal gut gewesen sein. Ich meine, wir haben jetzt so viel Zeit verschwendet hier mit der nokturalen Feder. Aber wir haben sie. Das ist alles, was zählt. Wir haben die Feder. Du bist zu slow, Bro. Ich weiß, der war schlecht und der wurde bestimmt 1000 Mal gemacht, oder? Bestimmt. So, wie komme ich denn jetzt nach unten links? Ich will doch nur zu Franklin, nee. Nee, du auch nicht. Ja, Franklin. Danke. Dich wollte ich noch.
Bisa Flor darf auch noch ein bisschen spielen und trainieren. Und das ist nicht mal ein Level-Up, das ist traurig. So, das ist der schnellere Watt. War das nicht der Weg? Okay, mit meinem schnelleren Weg, das überlege ich mir nochmal. Nein, nämlich ist für das gewesen. Achso, so war das, okay. Gut. Wieder ein Part vollbracht. Wieder einen Schritt näher daran, die Top 4 fertig zu machen. Und ich würde sagen, ich laufe offscreen schon mal zur Siegesstraße. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part mit der Top 4. Bis dann, euer Wolf.